Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr wieder reinschaut zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist Anfang April und Ende April gibt es die Spiel doch in Dortmund. Das ist eine, wie ich finde, super kleine, feine Messe, bei der das Spielen tatsächlich im Vordergrund steht. Man wird also nicht durch die Gänge gedrängt, sondern hat ganz viel Zeit, die Spiele, die dort sind, auszuprobieren. Es ist allerdings jetzt auch keine mega Neuheitenmesse, das heißt, viele Spiele, die ihr dort seht, gibt es bereits im Handel oder sind eben einfach schon erschienen, Ende des letzten oder jetzt eben im Frühjahr. Und das macht aber, wie ich finde, halt nichts, weil dort einfach das Spielen, deswegen heißt es ja auch Spiel doch, im Vordergrund steht. Und ich möchte mit euch einfach mal ein bisschen durch die Liste stöbern, die jetzt aktuell auf der Homepage der Spiel doch Messe zu finden ist. Ihr werdet dort, wenn ihr auf Spiel doch und dann Besucher und dann so ein bisschen runterscrollt, gibt es noch einen Hallenplan und den genauen Ausstellerplan und noch so ein paar andere Dinge und unter anderem eben auch die Liste der Spiele und Neuheiten. Den genauen Link dazu findet ihr direkt in der Videobeschreibung. Das wird nämlich auch immer mal wieder aktualisiert. Ganz am Ende des Dokuments, das ist ein PDF-Dokument, seht ihr dann den Stand, wann das eben aktuell ist. Meine Liste, die ich jetzt hier im Video benutze, ist vom 30.03. Das heißt ungefähr 4 Wochen vor Beginn oder vor Stattfinden der Messe. Apropos Messe, ich bin dort von Freitagabend bis Sonntag, also wir werden freitagsabends anreisen, wir sind eine kleine Gruppe von unserem Spieletreff und wir werden dann dort in der Jugendherberge in Dortmund sein. Falls ihr auch in der Nähe seid und einfach Bock habt mit uns zu spielen, meldet euch doch mal bei mir, entweder unter dem Video oder per E-Mail oder auf Instagram oder irgendwie sonst wo, weil ich finde es immer cool, wenn man Leute dann trifft und kennenlernt und mit denen natürlich spielen kann. Und jetzt schauen wir uns aber mal an, was ich mir dann da so als Neuheiten oder als Spiele, die ich mir gerne mal anschauen würde, rausgesucht habe. Und hier seht ihr auch schon die Liste, die ihr auch auf der Seite der Spiel doch findet. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Das wird auch täglich oder immer wenn was Neues ist, aktualisiert. Das, was ihr jetzt hier seht, ist der Stand von Ende März, zu dem Zeitpunkt, also als ich das Video gedreht habe. Schaut einfach immer mal wieder rein, ob sich was ändert, ob es was Neues gibt oder was Altes gibt. Und ich habe mir die Liste eben so ein bisschen durchgeschaut und habe einfach mal geguckt, was sind Spiele, die mich irgendwie ansprechen, die ich vielleicht auch schon gehört oder gesehen habe und die ich mir gerne mal genauer anschauen würde. Dafür ist diese Messe ja eben hervorragend geeignet. Und anfangen möchte ich direkt mit dem Spiel von Abacus, nämlich St. Patrick's. Ein Spiel, was irgendwie ein bisschen witzig aussieht. Ich habe mir hier mal bei Board Game Geek entsprechend die Seite geöffnet. Also witzig im Sinne von, wir müssen uns irgendwie vor Schlangenbissen beschützen und das Ganze mit religiösen Relikten oder so irgendwie. Es scheint also ein Stichspiel zu sein für 3 oder 4 Spieler. Das ist meistens bei mir ja eigentlich so ein K.O.-Kriterium, weil ich ja oftmals sage, ich kaufe keine Spiele, die erst ab 3 Leuten funktionieren, eben 4 für zu Hause. Aber ja, ein Stichspiel, da kann man mal reinschauen und zumindest will ich es mir auf jeden Fall mal angucken, einfach weil es natürlich auch mit dem religiösen Thema sozusagen, kann ich es vielleicht auch mal einfach beruflich nutzen und dann habe ich mal wieder was für einen göttlichen Spieleabend, bei dem eben dann überwiegend Spiele auf den Tisch kommen, die irgendwie was zum Bezug haben. Und wie gesagt, St. Patrick's natürlich klar, der Feiertag in Irland und ja, ich werde mal gucken, was das irgendwie ist. Ja, dann haben wir bei Abacus noch ein neues Deckscape, Tokyo Blackout. Da habe ich auch schon ein bisschen was von gehört, scheint also ganz gut zu sein. Bei Amigo sind jetzt ja viele Spiele, die ich aus dem letzten Jahr kenne. Würfelspiel, kleine Spielchen und da ist jetzt aber nichts so dabei, wo ich sage, hey, das muss ich jetzt unbedingt nochmal sehen oder wie gesagt, vieles davon habe ich auch schon gesehen. Dann machen wir mal weiter mit 8 ausgemacht. Das Spiel habe ich mir auch angeschaut auf Board Game Geek und das ja, ist so ein Plättchenlegespiel, will ich jetzt mal sagen, aber eben Puzzlespiel mit ja, ein wenig anders aussehendem Spielmaterial. Und ich finde sowas immer ganz cool, wenn sowas, also erstens mal, es scheint abstrakt zu sein, abstrakte Legespiele, es ist für 2 Personen, das ist also auf jeden Fall was, was ja, bei mir auf jeden Fall irgendwie gut ankommt und wir auch gerne gegeneinander oder miteinander spielen.
Und da werde ich also auf jeden Fall mal gucken, was genau sich hinter diesem Spiel verbirgt. Macht also auf jeden Fall schon mal den Eindruck, dass es ein sehr, sehr cooles Material hat. Aber vielleicht kann man es doch mit mehr Leuten spielen. Ich muss jetzt gleich nochmal in die Liste gucken. Ich dachte, es sei ein Zwei-Personen-Spiel, aber so wie es aussieht, gibt es doch irgendwie Material für mehr Leute. Und ich gucke nochmal schnell. Ah ja, 2 bis 4 Personen ist es. Genau, ein 2 bis 4 Personen-Spiel. Genau, dann als Altenburger hat nochmal so ein bisschen verschiedene Varianten von bekannten Spielen, auch nochmal ein paar Lizenztitel. Und genau, dann geht es weiter mit Taco Katze voll verdreht. Also Taco, Käse, Ziege, Pizza oder so ähnlich. Das haben wir schon hoch und runter gespielt. Das sieht auf jeden Fall ganz, das ist auf jeden Fall ein witziges Spiel. Und genau, Zunge raus. Das ist ja, glaube ich, dieses Kinderspiel mit diesen kleinen Hunden, wo man drauf drückt und dann die Zunge rauskommt. Das habe ich auch schon im Laden gesehen. Ist wirklich ein lustiges Kinder-Memo-Spiel. Und wenn ihr also kleine Kinder habt, dann schaut euch das unbedingt mal an. Den nächsten Titel, den ich mir aber markiert habe, ist Northgard Uncharted Lands. Bei Board Game Box erscheint der. Und also ihr seht hier ein Rate von 2,7. Also ja, leichtes Kennerspiel, würde ich jetzt mal sagen. Und wir schauen mal so ein bisschen in die Bilder rein. Also das finde ich immer ganz schön, eigentlich gerade bei Board Game Geek, dass man da vorher tatsächlich einfach schon so ein bisschen, ja, mal ins Material gucken kann und vielleicht schon so eine Idee findet. Ist das jetzt was, was mich anspricht? Also scheint ja irgendwie was Wikingermäßiges zu sein. Da muss ich mal schauen. Also das ist dann eher sowas, wo ich viel... wahrscheinlich ist es doch... Also ich gucke jetzt mit euch sozusagen zum ersten Mal so richtig da rein. Ich habe mir die nur vorhin schon mal geöffnet. Ist wahrscheinlich doch nicht unbedingt was für mich. Weil ich ja so diese Open... Explore-Spiele gar nicht so gerne mag. Aber es hat auf jeden Fall, finde ich, ein cooles Artwork. Und also ich werde es auf jeden Fall mal gucken, ob das Material mir gefällt. Und genau, wahrscheinlich doch nicht so ganz meine Sache. Heat war so ein Spiel, was bei uns in der Spielegruppe auch ziemlich gut ankam. Und dann bin ich schon sehr gespannt auf Triketta. Das startet ja jetzt, wenn ich also das Video mache, ist 2-3 Tage später, ist der offizielle Verkaufsstart, Release, Launch Party. Und das ist allein schon Familienspiel und das ist was, wo mir schon das Material, wenn wir jetzt mal ein Bildchen sehen würden, das Material einfach schon mich so ja angefixt hat, dass ich sage, wie schön ist das denn? Und ich mir vorstellen kann, also ich habe auch schon 1-2 Bilder gesehen, von Menschen, die das schon gespielt haben, die da also ganz angetan waren. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel bei Pegasus erscheint das Jahr, was ich mir auf jeden Fall gerne angucken möchte. Genau, dann kommt bei Deepprint noch Beer and Pratt, ein Zwei-Personen-Spiel. Das kann ich euch echt empfehlen. Das haben wir auch, das mögen wir auch sehr gerne, weil das nochmal so ein bisschen... Also jetzt auch nicht irgendwie das Rad komplett neu erfindet, aber trotzdem nochmal so ein bisschen, ja, einfach was Schönes, Frisches macht. Und das ist echt ein sehr schönes Spiel. Man hat eben Karten und kann die auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Genau, dann bei DLP Games kommt Rise oder ist Rise erschienen und bringen sie jetzt mit. Das ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler und hier steht schon bei Board Game Geek am besten zu zweit, das finde ich schon mal ziemlich cool. Und es hat irgendwas mit Industrialisierung, City Building zu tun. Und irgendwie spricht mich das Cover an. Also das gefällt mir irgendwie ganz gut. Genau, wie natürlich jetzt genau die Spielmechanik ist und ob das jetzt auch dann tatsächlich was ist. DLP Games hat ja immer so ein bisschen eigenwillige Optik auch oft bei Spielen. Aber zum Beispiel Katharina letztes Jahr oder vor 2 Jahren kam das raus, hatte halt einen ungünstigen Erscheinungszeitraum. Aber ansonsten fand ich das eigentlich auch ganz cool. Und das sieht auf jeden Fall mal so aus, als würde ich es mir gerne mal anschauen wollen. Und mit einem Rate von 2,5 ja schon auch eher ja nicht so ganz anspruchslos, ne?
60 Minuten Spielzeit. Also da werden wir auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Genau, dann kommt Micro Macro 3, wird da sein. Mantis von Exploding Kittens, den Exploding Kittens Macher. Das ist wirklich auch ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel. Also wenn ihr da so ein schnelles Kartenspiel sucht, was ihr einfach mal ruckzuck runterspielen könnt, dann schaut euch das mal an. Feuerland wird da sein, Total Regal habe ich schon. Die Tapestry-Erweiterung Kunst und Architektur und La Famiglia, ein Mafia-Spiel, das allerdings eben nur zu viert geht. Also ja, das werde ich mir jetzt auch nicht unbedingt zulegen, aber vielleicht ergibt sich ja mal die Möglichkeit, es irgendwo mitzuspielen. Fände ich auf jeden Fall ganz cool. Genau, dann ist natürlich Kosmos auch mit einem großen Stand. Wömmeln, ein Wörter-Sammelspiel, daher das Wort Wömmeln. Durfte ich auch schon ausprobieren. Ist wieder mal lustig, also wieder mal so ein Ding, wo du denkst, ein Wortspiel und wieder gibt es irgendwie was Neues. Genau, Herr der Ringe ist nicht so mein Thema, aber gut, Belrati, das ist ja ursprünglich erschienen im Mogel Verlag. Das hat mir eigentlich da gut gefallen. Ich hab's auch, also das, ja, da will ich mal gucken. Andor ist leider auch nicht so meine Sache. Die Ubongo Schuledition, die kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr in der Schule arbeitet oder vielleicht auch so in dieser Ganztagsbetreuung. Dann schaut euch das mal an, weil das ist jetzt einfach so ein bisschen pädagogisch aufbereitet. Da hat auch die Christina Valentina Brandt von der Brettspielakademie mitgearbeitet. Und da ist wirklich was sehr, sehr Cooles draus geworden. Und dann ganz unten Pazifika, die Stadt am Meeresgrund. Das ist auch ein Zwei-Personen-Spiel in dieser Kosmos-Zweier-Reihe. Und genau, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil Zwei-Personen-Spiele sind immer bei uns willkommen. Und auch die von Kosmos in der Reihe finde ich bisher eigentlich alle immer recht gelungen. Dann gibt es noch ein Kids Kosmos, ein Kids Exit-Spiel bei Kosmos. Das, genau, da habe ich auch schon ein, zwei Mal ausprobiert, fand ich auch echt süß gemacht. Also für Kinder oder so zum Einsteigen quasi echt sehr, sehr hübsch. Und Noobs im Weltraum habe ich noch nicht probiert, soll aber auch sehr, sehr lustig sein. Oder wie mein Lieblingsbrettspielverkäufer sagt, schweinegeil. 100% schweinegeil. Also werde ich mir das mal vielleicht anschauen, aber ich gehe davon aus, dass ich es vorher schon mal bei ihm irgendwann getestet habe. Genau, das nächste, wo ich mir dann, wo ich mich nochmal genauer hin begeben möchte, ist bei den zum Stand von Helvetik. Genauer gesagt zu Happy Bee. Ist zwar auch erst ab drei Personen spielbar, aber ich mag die Helvetik-Spiele einfach sehr gerne. Und wie gesagt, für 3 bis 6 Spieler ab 8 Jahren, einer Dauer von 15 Minuten. Leider gibt es hier, glaube ich, hier kommen wir nochmal zu den Bildern. Und das ist einfach, das ist so ein Ding, das sieht hübsch aus, das sieht irgendwie nett aus. Da werde ich doch gerne mal schauen wollen, wenn sich's denn öffnet. Und genau, die Helvetik-Sachen sind halt eben nicht ganz so einfach zu kriegen, aber es ist tatsächlich auch doch ein anderes Bildchen haben wir noch. Schauen wir mal, was uns das vielleicht ein bisschen über das Spiel verraten kann. Weiß nicht, ob es ein reines Memory, glaube ich jetzt nicht. Vielleicht ein Blättchenlegespiel. Wir schauen mal ganz schnell rein, was hier gesagt wird. Ein Card Game. Nun gut, es beim Mechanismus steht nichts. Das ist nun gut. Wir wollen mal schauen. Genau, bei Hoch, die bringen auch einige Spiele mit, wo ich schon einige testen durfte, wie zum Beispiel Overbooking oder auch Bunny Hops. Bunny Hops ist ein wirklich sehr, sehr lustiges Partyspiel. Beppo ist, soweit ich weiß, eine Neuauflage von Beppo der Bock und das ist war eins der absoluten Lieblingsspiele meiner Kinder mit so einem kleinen, mit so einem Bock, den man mit so einer Metallkugel, das war alles irgendwie ein bisschen magnetisch und den hat man so weggeschossen quasi. Und also das hat mir richtig, richtig gut gefallen früher. Da werde ich mal schauen, wie da die Neuauflage ist. Räuber Hotz und Plotz ist natürlich ein Klassiker. Ob da jetzt bei dem Kartenspiel noch irgendwie, was da so der Gimmick dahinter ist. Also, aber Arno Steinwender ist mit dabei bei diesem Spiel. Da werde ich auf jeden Fall mal schauen. East India Company, da hoffe ich, dass ich vorher mal noch eine Runde spielen kann. Genau, dann kommt iAdventure mit Escaping Earth und Hijacked. Zu Hijacked habe ich auch schon sehr unterschiedliche Meinungen gehört, von absolut cool bis absolut doof.
aber da schaue ich gerne mal rein. Dann würde ich auch gerne zum Stand von Yellow gehen. Yellow hat ja, finde ich, immer sehr tolle Spiele, was auch so die Grafiken und so angeht. Und da ist mit Distant Suns ein Spiel, was irgendwie ganz spannend aussieht, weil es so, ja, es sieht so nach Plättchen legen aus, aber dann haben wir hier irgendwie so einen Block, auf dem Sachen gemacht werden. Wir haben so Planetenteile. Also irgendwie sieht es ganz, ganz spannend aus und wir zeichnen Dinge ein, kriegen Punkte und ja. Und wie gesagt, bei Yellow, finde ich, hat man ganz oft ganz pfiffige kleine Spielchen und da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, dann gibt es hier so ein paar Spiele, Candy Games. Da wollte ich eigentlich ganz gerne auch mich informieren, aber, schon eine Seite zu weit. Aber da findet man nichts auf Boardgame Geek. Also das ist tatsächlich, also ich denke jetzt gerade für Leute wie uns, die viel spielen, die informieren sich da einfach. Und da finde ich es immer echt schwierig, wenn Verlage so gar nichts drin haben. Aber nun gut. Dann ist Lucky Duck Games mit Flamecraft da. Für mich ja leider so ein bisschen Enttäuschung. Also ich fand es super schön. Also es ist, sieht super toll aus. Es hat ein eingängiges Spielen. Es hat super lustige Wortwitze. Aber das hat sich für mich leider nach der... Also ich habe eine Partie gespielt und dachte, ja, nett und brauche ich jetzt nicht mehr. Schade, schade, schade. Ja, mega blö. Wir haben den Steinzeit-Talk schon mal gespielt. Das war allerdings eine Folge meines Knallers der Woche, wo ich mich dermaßen aufregen musste, dass in so einer Schachtel genau so viel Spielmaterial drin ist. Ich gehe aber trotzdem mal vorbei und werde das mal mit den Herren und Damen da mal besprechen und ihnen mal so erzählen oder sie mal fragen. Vielleicht gibt es ja auch Gründe dafür. Genau, dann kommt der Moses Verlag mit allerlei Sachen im Gepäck, angefangen natürlich beim Killer Cruise Würfelspiel, Abwärts, Verborgen im Museum. Also die haben da einiges, auch nochmal einige Black Stories Sachen und genau, da wird bestimmt auch nochmal das ein oder andere in meine Tasche wandern. Da habe ich ja schon ein paar Sachen ausprobiert, aber freue mich da auch noch auf Kleinigkeiten. Und dann gehe ich natürlich als wichtiger Influencer bei Ornament Games vorbei und werde mir Influencer Fame Shame Game angucken, weil, also wenn man schon wichtiger Influencer ist, dann guckt man sich das auf jeden Fall an. 2 bis 6 Spieler können das spielen, was auch immer sie da spielen können. Und ja, das hat mich einfach jetzt nur vom Thema oder beziehungsweise von dem ja, ganzen Ding angesprochen, ob es irgendwie jetzt wirklich auch ein Spiel, ein witziges Spiel ist, was man haben könnte oder ob es einfach nur ein Gimmick-Spiel ist. Da gucken wir mal und wer dann Best Influencer in Town ist, ja, werden wir denn mal schauen. Dann werde ich natürlich bei Ostia Spiele vorbeigehen. Mountain Goats erscheint dort auf Deutsch. Das finde ich total cool, denn Mountain Goats ist ein, ja, so ein bisschen wie Can't Stop, aber mit kleinen Ziegen und so. Das ist echt ein pfiffiges, schönes Familienspielchen. Und ich habe das und es gibt auch noch die Erweiterung, womit man es, glaube ich, dann mit einer Person mehr spielen kann. Und ich wollte die damals auf gar keinen Fall haben, weil unnötig. Aber ich werde sie mir jetzt wahrscheinlich dann doch dort mal holen. Genau, dann gehen wir natürlich bei Pegasus vorbei. Ja, da habe ich zwar auch schon vieles von dem gespielt, was es gibt, aber noch ein bisschen gucken und ein bisschen quatschen kann da ja auf jeden Fall nicht schaden. Genauso auch bei Schmidt Spiele. Dort werde ich mir dann aber etwas genauer mal New Eden angucken. Das ist ein Spiel von Benjamin Schwer. Und von Dennis Lohausen illustriert, was ja immer schon auch mal ein guter Name ist. Und genau, das sieht einfach schon mal irgendwie cool aus. Wie immer habe ich keine Ahnung, um was es geht. Aber wir sind ja leider oftmals auch so, dass wir sagen, sieht schön aus, kaufen wir uns. Oder wollen wir uns zumindest mal angucken, wenn wir uns ja nicht gleich kaufen. Wenn wir hier gucken, es ist Science Fiction, es ist Auktion und... ja, 1 bis 4 Spieler, das ist ja immer so ein bisschen dann die Frage, elendiges Thema, ist dann irgendein Bot dabei, wenn es so mit Auktionen und Beatspielen geht, ist es ja immer ein bisschen schwierig. Aber ich werde auf jeden Fall mal schauen und mal gucken, was sich da so hinter verbirgt. Genauso auch die Erweiterung von Mille Fiori. Das Spiel von Rainer Knizia gefällt mir wirklich ja echt gut. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was bringt denn die Meisterwerke-Erweiterung von Schmidt-Spiele.
Soll jetzt ja auch bald verfügbar sein und dann wurde mir schon versprochen, ich bekomme sie zugesandt. Also scheint irgendwie da so eine Art neuen Plan zu geben, den man dranlegen kann. Ja, und irgendwie hier neue Dinge, ein paar neue Kacheln. Und ja, da gucken wir mal, was dann da so bei rumkommt. Und Erweiterungen für neue Spiele, Erweiterungen für gute Spiele, da bin ich ja immer gerne für zu haben. Genau, ansonsten hat Schmidt-Spiele eben noch so ein paar Sachen, auch ja im Kinderspielbereich oder Familienspielbereich, die jetzt nicht unbedingt so spannend sind für mich, aber genau. Dann werde ich mal bei Skellig Games anhalten. Die haben nämlich auch gleich zwei Spiele, die mich interessieren, nämlich einmal Darwin's Journey. Das ist einfach so auch was vom Thematischen her, was ich spannend finde. Ich befürchte nur hier auch wieder, dass eben die Komplexität ja einfach zu hoch ist, als dass ich es jetzt hier zu Hause spielen werde. Ich muss da mal so ein bisschen in meinem Spieletreffkreis rumfragen. Also wenn ihr das habt, sagt mal kurz Bescheid. Dann würde ich es da nämlich gerne mal testen, weil wie gesagt, das Thema Darwin und so, das finde ich irgendwie spannend, so erforschen Dinge. Das ja, ist einfach was mir gut gefällt. Aber wie gesagt, mit einem Rate von fast 4 ist es wahrscheinlich für mich hier zu Hause nichts. Power Plants, das ist ein bisschen leichteres Gewicht, 1 bis 5 Spieler. Und das, finde ich, hat halt auch irgendwie auch einfach schon mal eine schöne Optik und sieht eben nach einem schönen, kunterbunten, eher Familienspiel aus. Ob es so ist, also scheint irgendwie Area Control zu sein, da gucken wir mal noch mal kurz rein, ab 10 und ist auch für 2 bis 5 Spieler. Genau, da gucken wir mal hier kurz rein. Ja, genau, Area Control, Plättchenlegespiel, Puzzlespiel. Genau, das seht ihr hier so. Also, das könnte wohl was sein, was wir uns mal anschauen möchten. Genau, dann ja, Smart Toys und Games, das sind ja so ein bisschen diese ja, Lernspiele, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Dann werde ich natürlich auch beim lieben Robert und dem Team vom Spielers Verlag vorbeischauen. Die haben ihr Color Square dabei. Ein Würfelspiel, bei dem ich auch so ein bisschen mit helfen durfte. Also ich habe da so ein bisschen meinen Senf dazu abgegeben zum Prototypen. Ein bisschen in der Anleitung noch rumgekritzelt. Und das finde ich halt super, weil das ist eben letztes Jahr bei einem Autorentreffen dort vor Ort entstanden. Also sprich, es hatte jemand die Idee zu diesem Spiel dabei und dann wurde das so ein bisschen weiterentwickelt. Und jetzt kommt es eben raus auf der, oder ist, also quasi jetzt dieser Tage kommt es raus. Und es ist Familienbereich, das ist, der Ansatz des Spielers Verlages. Und es gibt so ein paar kleine Kniffs. Und wenn ihr hier zum Beispiel mal schaut, also ihr habt auch wieder hier eben 4 farbige Felder. In diese 4 farbige Felder müsst ihr Zahlen eintragen, die ihr würfelt und errechnet dann sozusagen aus allen 4 Farben in der Mitte eine Summe. Und es gibt da unterschiedliche Blätter. Auf manchen Blättern ist eine Summe vorgegeben, die man erreicht haben muss. Bei anderen ja, muss man eben schauen, wie hoch wird die Summe dann. Und was ich aber schön finde hier, ihr seht das vielleicht an den Würfeln, dass der rote Würfel hat schwarze Augen. Das soll so ein bisschen die Rot-Grün-Sehschwächen unterstützen, in der Hoffnung, dass das eben hilft, dass die Rot-Grün-Schwächen oder die Menschen, die davon betroffen sind, das dann trotzdem spielen können. Weil die Anordnung der Felder, die kann man ja einmal sagen und die weiß man ja dann. Und das finde ich halt ganz cool, wenn man so mit kleinen Kniffs versucht, einfach so eine, ja, einfach eine, ja, doch recht große Spielergruppe einfach mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, hey, da, ja, können wir was machen. Also haltet da mal euer Auge offen, 20 Minuten gespielt, also dicker, voller Block, inklusive auch Solo-Modus und ja, das könnte doch bestimmt auch was sein, wenn ihr sowas mögt. Und bei Strohmann Games ist QE erschienen, das durfte ich auch schon spielen, das ist ein Beat-Spiel etwas anderen Art, denn es gibt gar kein Limit, man kann bieten, was man möchte und am Schluss fliegt aber der raus, der das meiste Geld ausgegeben hat, aber das ist echt ganz witzig. Was ich mir vielleicht gerne holen würde, ist Secret Identity. Das durfte ich jetzt auch schon spielen bei uns auf dem Spieletreff. Das ist auch ein ja, Partyspiel, bei dem es eben darum geht, dass wir eine bestimmte Persönlichkeit sind und das eben mit Hilfe von Piktogrammen dann beschreiben müssen.
Und manchmal ist es wirklich super lustig und einfach, wenn man die passenden Piktogramme auf der Hand hat. Wenn man aber nur Quatsch hat, dann ist es leider gar nichts. Und vor allem, wir kriegen halt am Anfang des Spiels 10 Stück und mit den 10 Piktogrammen, also die sind doppelseitig bedruckt, müssen wir halt auskommen. Das heißt, wir dürfen auch in den Runden nicht so viel auf einmal rausgeben, weil wir sonst eben am Ende nur noch irgendwie Unsinn auf der Hand haben. Und das wollen wir natürlich nicht, weil dann bekommen hier unsere Mitspieler ja gar keine Ahnung, was oder wer vielmehr wir eigentlich sind. Genau, und ansonsten, der Zoff Verlag ist noch da, Challengers, also von Seaman Games wird noch da sein. Und genau, das war so ein bisschen mein Überblick über diese Spiele.